So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Unboxing, das erste Unboxing aus der neuen Wohnung. Der Tisch ist mitgekommen, die Vorhänge sind mitgekommen, es sieht alles exakt gleich und genau aus. Was ist noch geblieben? Die Samyang-Sucht. Mein Samyang-Vorrat geht langsam zu Ende, Bierschanga bestellt immer auf der Davayo-Seite. Hat immer gesagt, sie findet da richtig gute, krasse Angebote. Teilweise Sachen 50% reduziert, 75% reduziert. Wer also Samyang liebt und sagt, die Teile sind lecker, aber viel zu teuer, guckt öfters mal auf die Davayo-Seite. Denn dieses Video heißt immer wieder Davayo. Ich verpasse meistens die super Angebote. Jetzt habe ich aber mal zugeschlagen. Ich möchte euch meine letzte Bestellung bei Davayo zeigen. Ein Riesenpaket für 60 Euro. Das klingt erstmal auch wieder teuer. Ich habe extra ein paar Sachen zusammengesucht, um auf 60 Euro zu kommen. Weil ab 60 Euro war es versandkostenfrei. Und da dachte ich, das machst du jetzt mal. Das Zeug hält sich ja ein bisschen. Und jetzt möchte ich euch meine Davayo-Bestellung zeigen, was übrigens sehr lustig war. Wir sind mit dem Zettel in der Post dahin zum Netto, an den Paketshop, an die Filiale da. Haben gesagt, wir wollen ein Paket abholen. Davayo ist auch immer außen drauf, steht das immer. Davayo auf dem Klebeband. Die hat das ganze Ding abgesucht, das ganze Lager, nichts gefunden. Kein Davayo-Paket. Wir haben fünfmal in der E-Mail nachgeguckt, wo dort stand, dass das heute exakt abgegeben wurde. Sie hat nichts, sie weiß auch nicht. Dann sehe ich, hinter ihr steht das Davayo-Paket. Direkt hinter ihr. Sie stand die ganze Zeit davor und hat an der Seite geschaut, aber es war hinter ihr, sah aus wie ein Barhocker, weil das so groß war. Sie hat gesagt, da steht sonst nie ein Paket, aber das Davayo-Paket stand direkt auf ihrem, hinter ihrem Po. Genau so, das war's. Weil es so groß war. Wie groß das ist, zeige ich euch kurz. Das ist das Davayo-Paket. Für 60 Euro. Das passt hier gar nicht rein. Das müssen wir mal. Das ist das Davayo-Paket für 60 Euro. So, jetzt muss ich das irgendwie einmal hier durchfahren lassen, dass ihr seht, wie fett das ist, wie groß das ist. Dann stellen wir es neben uns auf den Stuhl und packen das aus. So, einmal hier reingeschlitzt. Einmal hier vor, einmal dahinter, einmal darüber. Das Ding ist auch, jetzt gerade nach dem Umzug, es steht einfach alles voll. Überall Kartons, überall Beutel, du kannst nichts machen. Das Paket ist riesengroß, steht im Weg, nimmt den ganzen Platz weg. Wenn ich das jetzt auspacke, kann ich den Inhalt alles in mein Samyang-Regal räumen. Das ist ja genial. Einfach nur zum Abdecken haben sie hier so ein Stück Karton von Samyang Rosé mit reingepackt, mit reingelegt. Das sieht doch genial aus, aber noch genialer sieht es aus, wenn ich dieses Paket nehme und euch einfach mal in die Kamera halte. Das muss ich jetzt mal machen. Mein Rollstuhl ist nicht da, also mein Bürostuhl. Bei Thomas heißt das Rollstuhl, bei mir heißt das Bürostuhl. Ich will das jetzt mal so nehmen und so irgendwie nach vorne zeigen, dass man da mal reingucken kann. Guckt euch das an. Das ist das Davayo-Paket. Man sieht gefühlt nur dasselbe, aber alles Samyang, alles scharf, alles brutal. So, stellen wir es wieder dahin. Wir hätten es auch einfach so zeigen können, dass ihr hier einen Überblick habt. Ich werde es nicht glauben, aber das Ding ist trotzdem wirklich ein Schnapper. 60 Euro klingen viel, aber pass auf, was ist da alles drin? Wir haben einen Cup Samyang Too Spicy. Wir haben einen zweiten Cup. Wir haben einen dritten Cup. Wir haben einen vierten Cup. Wir haben einen fünften Cup. Wir haben einen sechsten Cup. Wir haben einen siebten Cup. Wir haben die 8, wir haben die 9, wir haben die 10, wir haben die 11, wir haben die 12, wir haben die 13,
Wir haben die 14. Wir haben die 15. Wir haben die 16. Wir haben die 17. Und wir haben die 18. Ach so, das ist noch gar nicht zu Ende. Denn hier hinten haben wir noch die 19 und wir haben die 20. Das heißt, wir haben 20 Cups Samyang Too Spicy. Und jetzt muss ich kurz überlegen, so eine Cup ist, glaube ich, irgendwas mit 3 Euro noch was normalerweise. Die waren für unter 1 Euro erhältlich. Ein Cup Too Spicy für unter 1 Euro, wenn ihr Rewe geht oder so. Ihr seht eine Packung Too Spicy, da ist genauso viel drin wie in so einem Cup. Kostet 1,99, mittlerweile 2,29 und hier für unter 1 Euro ein so ein Cup bekommen. Das heißt, ich habe eine Menge Geld gespart. Das war cool. Das habe ich aber nur zum Aufstocken genommen, um auf die 60 Euro zu kommen. Denn das Eigentliche, was ich wollte, liegt jetzt immer noch hier drin. Das zeige ich euch jetzt. Das kann man ja, Jonas geht ja bald in den Kindergarten, der hat heute seine Eingewöhnungsphase gehabt, den ersten Tag, also am Dienstag. Das lade ich euch für Mittwoch hoch, da war ich den zweiten Tag mit ihm dort. Und bald kann er sich so eine Nudelsuppe mitnehmen, kann sagen, hey Erzieherin, können Sie mir das mal warm machen? Wollen Sie auch einen? Und dann puch, explodiert der ganze Kindergarten. So stelle ich mir das vor. Eigentlich wollte ich aber das bestellen. Ich habe die einmal gehabt, diese Samyang Bulldog Rosé. Die sehen aus wie Carbonara oder Cream Carbonara, es sind aber Rosé, die haben einen Bulldog Fire Level von 2. 2 ist nicht viel, die sind trotzdem mega lecker. Hier oben seht ihr irgendwie was Cremiges, hier seht ihr irgendwie was Milchiges und hier drüben seht ihr wie so Bacon-Streifen. Und ich fand, die haben einen richtigen Bacon-Geschmack gehabt, aber eine richtig gute Würze, die waren mega lecker und ich glaube, ich weiß nicht, wieso die Leute alle Carbonara feiern. Ich fand Rosé auf jeden Fall tausendmal besser und ich glaube, für das Pack habe ich auch nur 4 Euro oder so bezahlt. Damals habe ich für einen Pack 15 bis 20 Euro bezahlt. Überall habe ich es jetzt gesehen für fast 30 Euro, weil manche Läden haben voll die Wucherpreise, aber 4 Euro für so einen Pack fand ich mega genial. Das heißt, ich habe mir einen Pack geholt. Ich habe mir 2 geholt. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich muss mal daneben noch packen. Oder obendrauf. 12. Es fällt um, das geht nicht. Wir müssen es ja vorstellen. So. 12. 13. So. 14. 15. Da stand noch gar keins. 16. 17. 18. 19. Und 20. Jetzt muss ich wieder hier durch. 20 Packungen Samyang Bulldog Rosé. Ganze Packungen für 4 Euro, weil die auch irgendwie 50% reduziert waren. Da war ein Tipp gegeben, ja, die kosten jetzt hier nur 8 Euro oder 9 Euro. Dann sehe ich, okay, reduziert, Preissturz, 50% gespart, nur 4 Euro. Das war richtig genial. Ich bin aber, glaube ich, dann erst bei 59 Euro gelandet. Hab mir gedacht, da muss ich noch was nehmen, dass ich auf die 60 Euro komme. Und dann habe ich mir einfach noch eine Flasche Samyang Bulldog Extremely Spicy Hot Chicken Flavor Sauce bestellt. Denn die fand ich auch mega genial, gerade wenn du China-Nudeln isst
und dir das auf so Hähnchenbrust oder so drauf machst, passt das einfach unglaublich gut dazu. Ich will mal gucken, hier ist jetzt ein Zettel dabei, ob da was von den Preisen steht. Nee, leider nicht. Hier steht nur 10 mal das, okay, einmal das. Stehe ich gar nicht 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne? Das sind doch 20. Aber es 50% sind, ich hab 10 bestellt, aber 20 Stück bekommen. Oh, warte mal, das muss man nochmal rum. Ich habe 10 bestellt, aber 20 Stück bekommen und bei dem anderen auch 10 bestellt und 20 Stück bekommen, oder wie? Finde ich ja richtig genial. Und jetzt steht einfach da 0 Euro. Plus einmal, ja, die Angaben stimmen, also einmal Soße, 10 mal Nudeln, aber ich habe 20 mal Nudeln und 20 Cups. Schon allein bei den Cups habe ich, glaube ich, ja, eigentlich 10 Euro bezahlt, obwohl die sonst 40 Euro gekostet hätten. Und das ist ein Ersparnis von 30 Euro, aber ich habe jetzt trotzdem 20 Cups und nicht 10 Cups. Das ist jetzt krass. Das verstehe ich nicht, aber das Paket ist auf jeden Fall voll. Der Vorrat ist da und das muss ich dann alles wieder einräumen. Guckt es euch nochmal an. So sieht das jetzt hier aus. Da sind die ganzen Cups. 10 Stück auf der Seite. 10 Stück auf der Seite. 10 Packung Rosé hier. 10 Packung Rosé da. Wahrscheinlich war das eigentlich die Bestellung. So. Und irgendwie habe ich alles doppelt bekommen und habe das jetzt so. Oder wie, oder wo, oder was, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Darauf muss ich erstmal irgendwas trinken, deswegen werde ich gleich noch ein Chuck-Video aufnehmen. Und das hier seht ihr am Mittwoch und am Donnerstag gibt es wieder einen Chuck. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, da bin ich nochmal ganz kurz zurück, weil das hat mir jetzt wirklich keine Ruhe gelassen. Ich habe nochmal in den E-Mails nachgeguckt wegen der Bestellung und ich glaube, ich tritt ein Pferd, wirklich. Mein Schwein pfeift, ja. Da wird der Hund in eine Pfanne verrückt und was man noch so alles sagt. 10 Packungen von den Samyang Rosé haben 48,15 Euro gekostet. Das heißt, eine Packung 4,80 Euro. Wo kriegst du sonst eine Packung für 4,80? 10 Becher von den Too Spicy haben 9 Euro gekostet. Das heißt, ein Becher hat 90 Cent gekostet. Und die Soße 5,35. Ich habe mich gewundert, ich habe doch aber alles doppelt bekommen und jetzt schaut euch mal an, da steht bei den Produkten jedes Mal davor hier 1 plus 1, 1 plus 1. Alter Schweizer! Das heißt, das Angebot war schon von Haus aus nicht 90 Cent für einen Becher, sondern 90 Cent, also Bowls, 90 Cent für zwei Bowls. Das sind 45 Cent für eine Bowl Too Spicy. Ich habe da einfach 10 Stück genommen, aber das sind nicht 10 Bowls, sondern es ist 10 mal das Angebot 1 plus 1. Und jetzt habe ich aktuell auf die Davayo-Seite geguckt. Das ist keine Werbung. Das ist einfach wirklich nur in eigener Sache. Ich krieg nichts dafür. Ich habe mir das schon mit Samyang eingespeichert. Wenn ich auf Davayo drücke, komme ich hier hin. Und ich sehe, an sich sind die Preise ja trotzdem ganz gut für einen Carbonara-Multipack hier. 9,10 Euro, das geht. Man hat früher so 15 Euro bezahlt bei Amazon. Hier 9 Euro, das ist okay. Oder für Rosé 8,56. Aber dann habt ihr immer mit Rot gekennzeichnet 40%, warte mal so, 40% off. 66% off. Und das sind auch so Angebote. Es gibt sogar Rosé-Cups. Rosé-Cups für 1,98 Euro. Zwei Stück. Das ist auch so ein Angebot. 66% off. Und wenn du hier runter gehst, du hast sogar Samyang Bulldog Carbonara-Cups. Du hast, das weiß ich gar nicht, was das ist, Samyang Süß-Sauer, scharfes Wirbelwindkönig, bla bla bla. Dann hast du hier die Bulldog ja, Rosé-Rahmen für 4,82, so wie ich die also hatte, das müsst ihr mal gucken. Statt 9,63 Euro, 4,82 Euro. Der Kilopreis also 4 Euro statt 8 Euro. Wenn ich hier rüber gehe, 77% off. Das seht ihr nochmal, die Samyang Bulldog Cups. 90 Cent statt 3,98 Euro. Das ist ein Kilopreis von 4,29 Euro statt 18,85 Euro. Natürlich kannst du auch andere
Samyang-Sachen hier bestellen für 8,50 Euro, ein 5er-Pack Habanero Limette, Habanero Lime, finde ich auf jeden Fall genial. Hol dir einen Vorrat Samyang bei der Wayo. Ist halt meistens schon über dem MHD. Mir macht das nichts aus. Ich finde, das schmeckt einfach genauso. Hol dir noch eine Soße dazu und dann deck dich ein. Kauf dir ein paar Sorten, die du richtig gut findest und dann, yo. Aber gerade diese Angebote. Bianca hat immer davon geredet, von diesen Angeboten. Ich habe das noch nie wahrgenommen. Jetzt drücke ich da drauf, habe Rosé gesehen in diesem Angebot, habe zugeschlagen und habe gedacht, wow, richtig genial. Wenn die Samyang mal zu Ende gehen, da war yo Beste. Immer wieder da war yo. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.